und damit herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Animal Crossing New Horizon Happy Home Paradise. Danke, dass du mich bei meinen Eventplanungen unterstützt. Bist du bereit, an die Arbeit zu gehen? Bereit wie eh und je. Viel Spaß bei der Arbeit. Ich hab mich ganz kurz eben geräuspert. Ach, ist meine Maus im Bild. Weil ich in die Maus gekommen bin. Wen nehmen wir denn? Ich hab ihn. Du willst ein Hotel? Kennst du mich nicht mehr, Zenobi? Kennt mich nicht mehr. Ich bin traurig. Zenobi, komm mit. Vielleicht kriegen wir ja noch ihre Wir könnten ihr ihre Schwester. Ich glaube, das ist ihre Schwester. Ich weiß es nicht. Ich habe ja irgendwo noch die Amiibo-Karte da rumliegen. Könnten wir Mitbewohner machen. Aber ich weiß nicht, ob das noch als Haus gilt. Ich glaube nicht. Zenobi, wie Luxus sagen. Okay, wir machen zwei Stückchen. Zwei Stückchen. Wo machen wir es hin? Vielleicht hier hin? Wo würde denn ein Hotel hinpassen? Vielleicht hier hin? Oder hier hin? Oder hier hin? Ja, nehmen wir mal das hier. Ich denke, da passt ein Hotel gut hin. Oh Gott. So, du bekommst zwei Stückchen. Dauert zwar ein bisschen länger, I guess, aber wir machen das schon. Und draußen würde ich halt Liegestühle hinmachen und, keine Ahnung, vielleicht eine Bar oder sowas. Ja. Gut, dann fangen wir mal an, I guess, ne? Luxushotel werden wir definitiv machen. Und wie es aussieht, seht ihr gleich. Ja, dann sind wir gerade. Verdammt, ich habe vergessen, meinen Tisch wegzupacken, sehe ich gerade. Hat sich da versteckt. So. Aber wir sind fertig mit dem Außendesign. Ich habe hier eine kleine Bar gemacht, daneben so ein Volleyballnetz-Gedöns. Hier so ein Schwimmareal. Hier kann man mit der Bar trinken. Und hier geht's in das, sag schon rein. In das Hotel. Mein Gott. Okay. Da geht's hoch, das ist okay. Kann ich das vielleicht oben platzieren, das Bett? Ich würde das Bett gerne oben hin platzieren, also weg damit. Die Lampe können wir vielleicht da lassen. Will die explizit dieses eine Möbelstück haben? Die will explizit dieses eine Möbelstück haben, okay. Wie gesagt, das würde ich oben hinmachen. Ich würde sagen, ich designe erst unten, dann oben. Ich platziere schon mal das Ding hier hin. Weil das hier eine Vorgabe ist. So. Und ja, wir sehen uns dann gleich wieder. Beziehungsweise für euch ist es ja direkt gleich so, ne? Also, ja. Ihr seht gleich, wie es aussieht unten und dann, wie gesagt, oben. Okay, und so haben wir die Lobby auf jeden Fall erstmal fertig. Oder wir haben sie fertig, so. Ich habe hier so ein Magazinheftdings dahin getan, dass man quasi so Prospekte, was man hier tun kann im Urlaub. Dann hier die Theke. Und jetzt gehen wir nach oben. Und gucken, wie wir da die Räume machen. Ich möchte mehrere machen auf jeden Fall. Und ich werde die alle gleich einrichten. Also es wird einfach langweilig. Ziemlich Standard. Aber ja. Wie gesagt, es ist wieder die Standardprozedur. Ihr seht gleich, wie es fertig aussieht. Und nun zeige ich euch das obere Stockwerk. Also das hier ist der Eingangsbereich. Dann gibt es eine Gruppentoilette. Eine Luxusbadewanne.
ein WC und einen hübschen, nennt man das Spiegel, hat. Dann geht der Gang hier nach links und nach rechts weiter. Und dann kann man, je nachdem, welchen Zimmerschlüssel man hat, halt rein. Die sind aber alle gleich aufgebaut. Haben alle den gleichen Teppich drin und ja. Das ist das Haus. Ich würde gerne runtergehen und von unten ein Bild machen. Ja, ich habe gerade Post bekommen. Ich bin übelst happy about this. Ich hab mir ein Plüschtier besorgt von, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Mitsuzuki. Ich habe keine Ahnung, wie sie heißt, aber das, keine Ahnung. Mega süß finde ich das. I don't know. Ja, das ist gerade angekommen. Während ich das Haus gemacht habe. Das war giga süß, ja. So, Zenobi. Wir sind fertig. Guck dir dein Hotel an. Ich will mir noch mehr von diesen Plüschtieren kaufen. Ich war mir halt unsicher, was für eine Qualität die haben. Deswegen habe ich nur eins bestellt. Weil ich schlechte Erfahrungen mit Plüschtieren gemacht habe, muss ich dazu sagen. Deswegen habe ich mir nur eins bestellt. Ich möchte mir gerne noch, wie heißt er, holen? Una und Euphemia. Ich habe sogar zu dem Plüschtier eine Amiibo-Karte bekommen von Ruby. Ruby, wie heißen die auf Deutsch? Ich glaube, das ist keine Originale, glaube ich. Die sieht ziemlich fake aus. Möchte ich dazu sagen, die sieht wirklich fake aus. Qualität ist echt bitter. Aber naja. Gut, ich bin richtig verliebt in mein neues Ferienhaus. Es ist großartig. Falls du magst, kannst du dich gern noch ein Weilchen hier ausruhen. Geht nicht, ich muss zurück. In Ordnung, gib auf dich Acht. Also ich hab mir die nicht so nah angeguckt gehabt, deswegen dachte ich so, hui, cool. Aber jetzt habe ich mir die nah angeguckt und jetzt muss ich sagen, glaub nicht, dass die original ist. Die ist halt kein da unverschwommen, wenn man drauf auf die Schrift guckt und so. Die ist sehr verschwommen. Ich frage mich, ob die trotzdem funktioniert. Willkommen zurück, Taui. Ich will die mal kurz ausprobieren. Ich will die mal ausprobieren. Arbeiten weiter. Dann probieren wir die doch mal aus. Wenn ich die jetzt gerade hier rumliegen habe. Ich meine, von hinten sieht die echt gut aus. Von hinten würde ich sagen, ey, das könnte echt ein Original sein. Hallo, Taui. Und ein Hallo auch an dich, Carlotta. Es würde dich freuen zu hören, dass die Vorbereitungen für das Event hervorragend laufen. Das freut mich so. Ja, es freut mich, dass du diese Sachen unter Kontrolle. Au. Au, 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 au. Carlotta, geht es dir gut? Mein Bauch tut weh. Oh nein, sich nicht gut zu fühlen ist gar nicht gut, du brauchst einen Arzt. Sigma, bring Carlotta sofort zu oder trag sie, wenn es sein muss. Verstanden. Bitte entschuldigt, mir geht's bald wieder gut. Ihr kümmert euch doch in meiner Abwesenheit um alles, ja? Pass gut auf dich auf. Hier entlang, Carlotta. Oder kümmert dich gut um Carlotta. Kein Turbulenzen, versprochen? Roger, ich bringe sie in Schallgeschwindigkeit zum Arzt. Ich bin sicher, es geht dir bald wieder besser. Vielleicht müssen wir einige Dinge für eine Weile auf Eis legen, bis sie wieder hier ist. Sag sowas nicht. Nicht? Ich glaube, wir schaffen das. Aber ich mache mir die ganze Zeit nur Sorgen um Carlotta. Und wahrscheinlich kommen jetzt tonnenweise Kunden, wo sie nicht da ist. So viel zum Thema, wir machen die Karte. Machen wir erst den Kunden.
Hey, kann man bei euch von voll abgefahrenen Ferienhäusern bekommen? Bin ich hier richtig? Oh, da ist ja schon ein neuer Kunde. Ja, hallo, wir sind hier für Ferienhäuser zuständig. Supi, können wir gleich loslegen? Also, ja, sag uns einfach, was du möchtest, dann übernimmt Taui den Rest. Und was muss ich als nächstes sagen? Bitte folge mir zu unserem Besprechungstisch. Yay! Endorphinrausch. Das ist alles so aufregend, Schatzi. Okay. Eigentlich will ich kein Haus für sie designen, wenn sie mich Schatzi nennt. Oh mein Gott, was hat die da für Geschwüre unterm Auge? Was ist das? Was ist das? Das sieht aus wie riesige Pickel. Oh mein Gott, was ist das? Was soll das darstellen? Das sieht so komisch aus. Dann legen wir mal los. Für mein absolutes Lieblingsferienhaus will ich... Heimwerkerhütte, okay. Das klingt doch gut. Dein Konzept gefällt mir. Was kommt als nächstes? Standort wählen. Ach ja, okay. Also nun solltest du einen Ort auswählen, der zu deiner Idee passt. Okay. Wir schicken die Maus in die Wüste. Die sind ja giga, also keine Ahnung. Ich finde die nicht hübsch, ich finde die nicht süß, ich finde die abstoßend. Das Haus kann übrigens ein oder zwei Stockwerke haben. Was wäre dir denn lieber? Uffi, was nehme ich da bloß? Eins ist trendy, das andere schick. Ich könnte aber mit beiden leben. Hey, sag du doch auch mal was. Was soll ich nehmen? Mach mal eins. Ja, das klingt supi. Dann nehme ich eins. Okay, und dann? Ach ja, richtig. Gut, also Renate, wir haben einen Standort gefunden. Also lass uns schnell hinfahren. Taui, zeig uns bitte den Weg. Das würde auch Galotta sagen, oder? Süß. Jetzt musst du Ruby warten. Die Karte, Alter. Holy fuck. Okay. Okay, mehr brauche ich, glaube ich, nicht vorlesen. Denke, mehr brauche ich nicht vorlesen. So, dann fangen wir mal an zu designen. Und wie es von außen gleich aussieht, werdet ihr sehen. Werdet ihr gleich sehen. Okay, damit ist außen auch fertig. Ist halt schwierig in der Wüste irgendwie was zu zaubern, wenn es nicht unbedingt Palmen und sowas sind, ne? Ich meine Kaktusse. Kaktusse, hahaha. Okay. Das sieht echt aus, als hätte die Pickel unter den Augen. So, dann gucken wir, was wir hier mit den drei Sachen anstellen können. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Nein, ich verstehe nicht, warum ich es immer wieder sage. Ja, aber egal. Dann seht ihr gleich. Und damit wären wir jetzt auch mit der Inneneinrichtung fertig. Ich finde diese Patchwork-Möbel wirklich cute. Ich liebe es. Hier ist ein kleines Wohnzimmer, hier ist Arbeitsbereich und ein kleiner Schlafbereich. Und damit sind wir fertig, meine liebe Dame, die mit den Pickeln unter den Augen. Fertig. Komm mit. Digga, das sieht halt aus, als hättest du irgendwas. Als hättest du so riesige, fette. Die hat Tage. Jahrelang nur geheult. So richtig dicke Tränensäcke. So sieht das aus. Oh Mann. Du warst mir heute echt eine irre große Hilfe. Hey, wo du schon mal hier bist, wollen wir... Nein, wollen wir nicht. Okay, dann halt nicht. Tschüss. Kuh. Ja, bist du auch. Okay, ich wein. Mach das. Willkommen zurück. Oh, Carlotta, geht es dir besser?
Es geht mir viel, viel besser, danke. Ich denke, ich habe mir auf der Party den Magen verdorben. Ich bin jedenfalls froh, dass es dir besser geht. Es tut mir leid, dass ich euch Sorgen bereitet habe, aber jetzt ist alles wieder gut. Viel wichtiger, Bono, ich bin so richtig beeindruckt. Sigmar hat mir bereits alles erzählt. Du hast dich ganz souverän um alles gekümmert, solange ich nicht hier war. Habe ich nicht recht? Ich weiß nicht, aber mir ist etwas bewusst geworden, als du nicht im Büro warst, Carlotta. Ich denke, dass ich in letzter Zeit etwas zu selbstsicher war. Ich dachte, ich schaffe alles allein, aber jetzt weiß ich, dass das nicht stimmt. Zum Glück haben mich hier alle unterstützt. Sie waren großartig. Oh no, mir geht es doch genauso. Ohne euch würden die Dinge hier nicht so reibungslos laufen. Ich bin so stolz auf euch. Ihr seid ein tolles Team. Macht weiter so. Ihr habt sehr gute Arbeit geleistet. Schön gesagt, Carlotta. Das hätte ich fast vergessen. Verzeihung, Taui. Ich schulde dir noch ein Entgelt. Und zwar 15.000 Pokis. Bitteschön. Dankeschön. Und das hier ist auch für dich. Ich habe dir als kleines Mitbringsel etwas Nigiri-Sushi mitgebracht. Digga, du hast dir deinen Magen verdorben und bringst mir Essen mit. Carlotta, also really? Vielleicht solltest du nichts essen, wenn du gerade erst einen Magen verdorben hattest. Das ist ein kleines Dankeschön, weil du mich vertreten hast. Sieht das nicht einfach absolut lecker aus? Dein Magen scheint es schon viel besser zu gehen, hä? Du denkst ja schon wieder an Essen. Ja. Okay. In Ordnung. Möchtest du für heute Schluss machen oder lieber noch etwas länger arbeiten? Ich möchte weiterarbeiten und ich möchte jetzt die Amiibo-Karte ausprobieren, die bei meinem Plüschi dabei war. Diese Fake-Amiibo. Oh, vielleicht sollte ich ein Amiibo verwenden, um Interessenten für Ferienhaus zu kontaktieren. An die Arbeit! Ruby! Kontakt zum Amiibo. Verbindungsdienst wird hergestellt. Bitte halten Sie das Amiibo des Kunden bereit, den Sie kontaktieren möchten. Oha. Rubina heißt sie in Deutsch. Okay. Oha, die funktioniert echt. Möchten Sie eine Verbindung zu diesem Kunden? Ja, machen wir. Hallihallo, Rubina hier. Echt jetzt? Seit wann hab ich Fans in den Ferienhausagentur? Ach, gibt's ja nicht. Ihr wollt mir ein Ferienhaus bauen? Super Idee. Ich bin dabei. Ist doch logisch. Dann legen wir mal los. Für mein absolutes Lieblingsferienhaus will ich Mond und so, okay. Oh, dein Konzept gefällt mir gut. In Ordnung, nun sollst du noch eine Insel für die Kundin auswählen. Okay, wo packen wir das Ding denn hin? Wo packen wir das Ding hin? Hier, maybe. Oberhammer, absolute Sahne-Banane. Ich kann schon gar nicht mehr erwarten. Das Haus, das wir für dich gestalten, kann ein- oder zweistöckig sein. Ah, uff, das ist mir eigentlich egal, muss ich sagen. Also, entscheid einfach du. Oder? Ja, entscheid einfach du. Ich sag eine Etage. Ah, ja, klingt okay. Ich hab da nichts gegen. Nun, Rubina, dann verabschieden wir uns jetzt und Taui und, ich hab den Namen von dem Affen vergessen, bring dich jetzt zu deiner Insel. Oh Mann, wie heißt der nochmal? Bono? Irgendwie so. Wow, das ist der Megaplatz für mein Ferienhäuschen. Ich bin total aufgeregt. Aber jetzt bist du erstmal hier dran, Taui. Okay. Mundschau. Piu. Ah, nee, warte mal. Okay, warte. So. Ihr kennt's. Ihr seht gleich, wie es fertig aussieht. Aussieht. Jetzt habe ich mich schon zum zweiten Mal versprochen. Nice. Okay, ihr seht, wie es fertig aussieht. So, es ist jetzt nichts Großes hier draußen. Was soll man denn da bitte machen? Ich weiß es nicht. Das Haus habe ich jetzt auch nicht verändert, weil
Ich habe keinen Plan, wie man das machen soll, aber innen drin wird's hoffentlich besser. So, was haben wir denn hier? Einmal das und einmal das. Das passt doch. Und dann gucken wir, wie es fertig aussieht. Und so sieht's von innen aus. Man kann halt echt wenig machen, deswegen sieht es so leer aus. Ich habe noch hier oben Girlanden. Irgendwie darf ich die aber gerade nicht zeigen. Okay, ich darf sie nicht zeigen. Auf jeden Fall sind oben noch Girlanden dran. Wir sind fertig. Guckst du dir das bitte mal an? Dankeschön. Look at my fabrizierte Scheiße. Oh Mann. Ah, jetzt darf man die Dinger sehen. Okay. Mondschauer. Und damit können wir es überspringen. Meistens ist die erste Ansicht halt die beste, so, weil die Wände und so ist halt dann nicht so wirklich im Weg sind, ne? So, nee, wir wollen nach Hause. Tschüdelü. Willkommen zurück. Ich hoffe, alles ist gut gelaufen. Prima, dieses Mal hast du dir 15k Pokis verdient. Bitteschön. Wie viele Häuser haben wir jetzt? 23 müssen es jetzt sein. So, ich mache erstmal Schluss. Also, ich mach weiter in dem Part, aber ich mache jetzt kurz eine Pause. Und esse was, weil ich habe wieder Hunger. Und dann nehme ich weiter auf. Dann machen wir das nächste Haus. Aber für euch geht's erst gleich weiter. Also, für euch geht's jetzt weiter. Für mich erst in, keine Ahnung, einer Stunde oder so. Also, viel Spaß mit Zukunftstaui. Sagen wir so. Viel Spaß. Hi, da ist die Zukunftstaui. Menge im ersten Satz schon vollkommen versprochen. Ich habe was Tolles gekauft. Also ich habe ja vorhin, ich weiß nicht, ob ich es in dem Part erzählt habe oder im vorherigen Part, aber ich habe ja so eine Puppe gekauft von Animal Crossing, von Mitsu, wie heißt sie, warte, Mitsu, verdammt, ich habe keine Ahnung, wie sie heißt, auf jeden Fall von Mitsu, Dingsabumster, habe ich so eine Puppe gekauft und, das Ding ist, Ich hab noch was gekauft, noch was bestellt. Und zwar so ein Diamond Painting. Und das soll, ich weiß, es ist ein bisschen arg früh, weil ich es im Oktober irgendwann bestellt habe. Und es ist ein Valentinstagsgeschenk. Und ich habe jetzt vorhin, also in der Pause, habe ich ein bisschen das probiert. Und holy fuck, Alter, das ist schon anspruchsvoll. Das ist schon, ja, keine anspruchsvoll. Also ich muss sagen, ich find's cool, aber es ist halt echt anstrengend. Also ich habe zwei Tüten gemacht oder so. Also zwei Tüten und, keine Ahnung, eine halbe oder so. Keine Ahnung. Nicht mal eine halbe, aber ja, ich hab schon echt lange gebraucht. Ich hab ja, eine Stunde oder so jetzt an zwei Tüten gehangen oder so, keine Ahnung. Es hat gefühlt nichts auf dem Bild hat sich verändert. Das ist so geil. Okay, zurück zu Animal Crossing nun. Ich habe keine Ahnung, was für ein Thema das jetzt war. Aber wird schon, ne? Wird schon. Mal gucken, was hier drin ist. Was ist hier drin? Oh Gott, brennende Leidenschaft. Was habe ich da nur angenommen? Auf jeden Fall sehen wir uns, wenn es fertig ist. Also, wieder. Ihr seht gleich, wie es aussieht, wenn es fertig ist. Aua. Jetzt. Aua. Erstmal wehtun. So, ich hab jetzt das hier rausgemacht. Es ist wieder nichts Großes, aber ich habe leider wirklich keine Idee, wie man da mit Feuer besser arbeiten soll. So, sie will ja nur Feuer gefühlt. So. Also, keine Ahnung. Ist schwierig, nur mit Feuer zu arbeiten, muss ich sagen. Also, ich persönlich finde es schwierig. Was haben wir hier drin? Okay, ich habe keine Ahnung, was das ist.
Okay, werden wir damit mal arbeiten. Ja, oh mein Gott, was ist das? Ihr seht, wie gesagt, gleich wieder, wie es aussieht. Okay, ich habe jetzt, gefühlt die Hölle draus gemacht. Ich fand das irgendwie so cool mit diesen Dings, dass ich einfach was Schlichtes machen wollte und quasi so einen Vulkan von innen machen wollte. Und damit sind wir auch schon fertig. Also ich weiß, es sieht gigatrashig aus, aber was will man machen? Wie hättet ihr es umgesetzt? Ihr könnt mir ja gerne, wenn ihr mich judgen wollt, dann zeigt mir, wie ihr es gemacht hättet. So, Also, don't judge me. Okay. Oh Mann. Ich habe mir jetzt für den Controller Drift-Dings da. Ich habe mir gestern, also schwierig, ich weiß gerade nicht, welche. Ich glaube, heute ist der 8. Ja, heute ist der 8. Ich habe mir gestern am 7.11. habe ich mir Kontaktspray für den Controller ausgeliehen. Hat auch funktioniert, aber es war zu wenig. Deswegen ist der Controller-Dings jetzt wieder da. Jetzt habe ich mir einfach welches bestellt und es kommt jetzt hoffentlich bald. Ich habe mir gerade eben welches bestellt, weil es mir echt auf den Sack geht. Ich meine, ich hatte ja schon mal so ein Joy-Con-Drift-Shit mit der linken Seite vom Controller und jetzt hat es der rechte. Ist auf jeden Fall nicht. Also es ist schlimmer. Ganz ehrlich, es ist schlimmer. Es ist nervig. Es ist wirklich nervig. Beim anderen konnte ich halt wenigstens die meiste Zeit gegensteuern, so. Aber ja, hier ist halt ein bisschen schwierig. Okay. Ah, wir haben die Genehmigung, an einer weiteren Einrichtung zu arbeiten. Diesmal bauen wir ein Krankenhaus. Es würde viele Inselbewohner sicher beruhigen, ganz in der Nähe ärztlichen Rat einholen zu können. Mir eingeschlossen. Wenn wir versuchen, Besucher und Kunden anzulocken, sollten wir auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Krankenhaus, 24 haben wir. Neulich musste ich selbst erfahren, wie schlimm es sein kann, wenn kein Krankenhaus in der Nähe ist. Ich möchte, dass wir unseren Kunden und Besuchern zuliebe das beste Krankenhaus aller Zeiten entwerfen. Gehen wir zu dem Grundstück, auf dem es errichtet werden soll, ja? Okay. Wir sind jetzt bei 24 Häusern schon. Das ist super. Es fehlen nur noch 6. Yay! Wunderbar, da wären wir. Dieses Grundstück ist für das Krankenhaus reserviert. Kümmern wir uns als erstes natürlich mal wieder ums Äußere, Taui. Dann zeig mal, was du so kannst, hm? Okay, was für ein Design möchten wir? Wir möchten rot. Rot, weiß. Krankenhäuser sind rot und weiß, oder? Rot. Und, wow, tolle Flagge. Schwierig. Das Rot ist halt jetzt nicht so richtig rosa. Ja, es ist rosa. Nicht rot. Schwierig. Also hier will ich auf jeden Fall weiß nehmen, aber ein bisschen Silbertür haben wir nur. Beige. Orange. Gold. Beige. Ich glaube, ich nehme Beige. Das passt schön mit dem Boden zusammen. Ist das Äußere so in Ordnung? Ja. Ich wünschte, das Kreuz da oben würde mit der Flagge, ne? Toll, wirklich sehr gelungen. Dann können wir ja als nächstes in die Inneneinrichtung gehen. Aber wir machen das Krankenhaus erst im nächsten Part. Bis dann und... Bye-bye!